Ich würde sagen, es hat dann schon 4-5 Tage gebraucht, bis ich dann wieder fast bei Normalzustand war. Und im Wasser geht es auch schon um einiges besser. Also jeder Tag hilft natürlich. Das war echt Glück, dass natürlich die Bewerber so weit auseinander sind. Und ja, natürlich freue ich mich jetzt einfach auf Freitag, dass ich auch einen Start haben kann, wo ich sage, ich kann gesund an den Start gehen. Ich weiß noch nicht, ob es Top-Verfassung ist in dem Sinn, weil man natürlich schon länger nach einer Krankheit braucht, um wieder im normalen Zustand zu sein. Aber wenigstens kann ich an den Start gehen und sagen, ich fühle mich gesund. Ja, also wie gesagt, es ist der erste Auftritt. Ich bin gerade ein bisschen von Gefühlen übermannt. Auch gestern war die Möglichkeit cool, dass ich da nochmal bei den Schwimmern zuschauen konnte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es ist so der olympische Flair und alles. Also es macht da schon einiges aus. Es wird seinem Ruf gerecht. Für mich ist das Rennen einfach jetzt eine Zugabe, dass ich dann auch mal ein Rennen haben darf bei den Olympischen Spielen, dass ich gesund an den Start gehen kann. Und natürlich, das ist jetzt schon eine einige Zeit lang her, 5 Jahre das letzte Mal, als ich die Marathonstrecke bestritten habe. Deswegen habe ich mir jetzt diesbezüglich keine Ziele gesetzt mit dem, was eine Platzierung und so weiter angeht. Aber wenn ich in einer Situation bin, dass ich so lange wie möglich mit dem Spitzenfeld oder mit der großen Gruppe mithalten kann und ja, dort wirklich auch mitschwimme und ein gutes Rennen abliefer, dann ist das für mich gut. Wann halt die Bakterienbelastung und so weiter passt, dann können wir in der Seine schwimmen, wenn nicht, dann nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie der Felix genau darüber denkt. Für mich ist es natürlich in der Seine ein Vorteil, da nicht der beste Schwimmer gewinnt, sondern das beste Gesamtpaket gewinnt und da natürlich unsere Chancen steigen. Wir sind jetzt beide, glaube ich, nicht die schnellsten Schwimmer im Feld, Felix doch noch mehr als ich. Aber ja, wie gesagt, in der Seine durch Strömung, durch Kälte, durch allem drum und dran steigen da unsere Chancen, dass wir eine bessere Platzierung machen können. Und ja, wenn es so ist, dann freue ich mich, dass wir in der Seine schwimmen können, und wenn es nicht so ist, dann passt es auch.